Die wahre Macht der dunklen Seite. Beanspruchen viele. Doch nur wenige kennen sie. Mein Potenzial bietet so viel mehr. Ich weiß, der Verrat bricht auch den mächtigsten Feind. Und jenen, die ihre Geheimnisse studieren, verleiht die Macht, unendliche Stärke. Ruhe, Leibwächter. Spar dir das Geziesche für deine Art. Nun zu euch, Sklave. Stellt euch das Kutia besser nicht in den Weg. Ihr habt euren Schwächling von Schüler geschickt, um mich zu töten. Scheinbar habe ich mir nicht genug Mühe gegeben. Ich werde diesen Fehler nicht ein zweites Mal begehen. Überbringt eurer Meisterin eine Nachricht von mir. Ich beobachte sie und ich weiß Bescheid. Sagt ihr das? Ich weiß von ihren Plänen hier auf Drum und Kaas. Ihr und eure Meisterin habt es bis hierher geschafft. Aber nun endet es. Ich allein besitze den Schlüssel. Richtet ihr das aus? Ihr und eure Meisterin habt keine Zukunft hier auf Drum und Kaas oder im Orden der Sith. Richtet das aus. Und jetzt aus dem Weg. Was denkt ihr? Könnt ihr ihn verzehren? Jani Bragais, uns in Freistubnajal. Ha! Narren! Kennt ihr einen großen, hässlichen, dunklen Lord, der zur Hälfte Maschine ist? Er hatte eine Nachricht für euch. Verdammter Skotia! Was plant er schon wieder hinter meinem Rücken und was wollte er von dir? Er wollte dich sicher einschüchtern. Widerliches Monster! Er ist mehr Maschine als Lebewesen und gefährlich mächtig. Er steht mir schon im Weg, seit ich als Schülerin auf Drom und Kaas eingetroffen bin. Ustaitniens Anparana, Rahitis ni Aino. Solange wir Skotias Atem im Nacken spüren, können wir jedenfalls nicht mit der Suche nach Tulak Horts alter Macht beginnen. Irgendetwas müssen wir doch unternehmen können. Ja, es gibt etwas, das wir tun können. Das du tun kannst. Du wirst Skotia für mich töten. Endlich eine Herausforderung, die meiner würdig ist. Gut, das ist genau die richtige Einstellung. Ich darf nicht mit Skotias Tod in Verbindung gebracht werden. Offene Machtkämpfe machen den Rat der Sith nervös. Aber niemand wird glauben, dass ein einfacher Schüler Skotia besiegen kann. Das ist unmöglich. Und genau deshalb wird es funktionieren. Das Unmögliche ist mein Spezialgebiet. So scheint es. Ich habe bereits begonnen, einen Plan zur Vernichtung Darth Skotias zu schmieden. Aber ein paar Puzzleteile fehlen noch. Draußen im Dschungel gab es kürzlich einen Aufstand von einer Gruppe Sklaven. Sie arbeiteten an einer Kolossstatue, die seitdem nicht fertiggestellt wurde. Ich glaube, dass Skotia etwas Wichtiges in der Nähe dieser Statue versteckt hält. Besorge die archäologischen Pläne dieser Gegend von einem der Sklaven und kontaktiere mich dann über den Holokommunikator. Inviso se waitai spila presinkretai. Invise e wanata atragata indais. Du hast sie also gefunden. Sind die archäologischen Pläne in deinem Besitz?
Selbstverständlich. Fantastisch. Ich habe nie an dir gezweifelt. Wollen wir doch mal sehen. Ah ja, wie gerissen. Unter dem Koloss befindet sich eine versteckte Kammer. Ich würde meine gesammelten Werke von Nagasado darauf verwetten, dass du dort findest, wonach wir suchen. Sag mir, wie ich dort hineingelange. Beim Koloss sollte irgendwo ein geheimer Eingang sein. Anscheinend hat Skutia einen kompletten unterirdischen Stützpunkt. Du musst eine Tafel finden. Die Tafel ist das Zeichen der Herrschaft über einen düsteren trandoschanischen Kult. Die Echsen glauben, dass sie ein Geschenk ihrer Gottheit, der Zählerin, ist. Skutia hat diese Tafel gestohlen, um damit seine trandoschanischen Leibwächter zu kontrollieren. Übergib ihnen ihr Relikt und Skutias Macht über seine Leibwächter ist Geschichte. Seine eigenen Wächter werden ihn stürzen. Wäre einen Versuch wert, zumindest würde es ihn schwächen. Allerdings ist Skutia nicht so töricht, sich Wächter zu halten, die ihn überwältigen könnten. Wichtig ist, dass du dir die Leibwächter vom Hals schaffst. Den Plänen zufolge wird der Stützpunkt von Skutias Schülern bewacht. Es könnte sein, dass sie die Schlüssel haben, mit denen du die trandoschanische Tafel erhalten kannst. Schalte sie zur Sicherheit besser alle aus. Inubis jas nas jans, nao mipan astanatoz jans. Ich habe das trandoschanische Relikt geborgen. Dann waren wir beide erfolgreich bei unseren Unternehmungen. Aber die trandoschanischen Leibwächter sind nur ein Teil von Skutias Verteidigung. Seine größte Schwäche ist, dass er hauptsächlich eine Maschine ist. Der abtrünnige Sith Lord Gratan hält einen Cyborg-Experten namens Dorozec gefangen. Er hat einen Neutralisator für mich entwickelt. Damit sollten sich Skutias Cyborg-Teile zerstören lassen. Finde Dorozec und seinen Neutralisator und stelle ihn dann ruhig. Selbstverständlich. Gratans Anwesen liegt ebenfalls im Dschungel. Befrage den Wissenschaftler. Mit ein wenig Glück ist Skutia bald aus dem Weg geräumt. Dann können wir endlich ungestört nach Tulakords verlorener Macht suchen. Es ist selten, dass ein Sklave so schnell so weit aufsteigt. Das erfordert Grips. Ich bin der Schüler und die Stimme von Darth Charnos. Ich spreche in seinem Namen und möchte euch anwerben. Von einem Darth Charnos habe ich noch nie gehört. Mein Meister bleibt lieber im Schatten, aber zweifelt nicht an seiner Macht oder an seinem Vermögen, Erfolg zu belohnen. Ich spreche für ihn. Ich brauche Individuen, die sich in einer Gesellschaft voll Heimlichtuerei und Irrsinn einen Ruf erwerben können. Respekt, wenn schon nicht Liebe. Ich brauche Agenten, um einen Feind der Sith auszuschalten. Ihr würdet gute Dienste leisten. Was für eine Sorte Feind wäre das? Unser Feind ist der Revan-Orden. Ein Kult von Dummköpfen, die sich in jeder Schicht der imperialen Gesellschaft verbergen. Schon seit Jahren rekrutieren die Revanita-Ketzer heimlich Offiziere, einflussreiche Sith, erfolgreiche Söldner, jeden, der ihre Macht vergrößern kann. Wieso sind sie denn Ketzer? Statt dem Imperator und dem Rat der Sith zu folgen, verehren die Revanita einen längst verstorbenen, von Jedi-Sitten korrumpierten Sith-Lord. Wenn ihr für uns die Identität des Oberhaupts der Revanita feststellt, wird mein Meister sie dem Rat der Sith enthüllen. Dann ist der Kerl so gut wie erledigt. Ihr müsst einfach nur dem Kult beitreten. Ich kann euch hineinbringen, aber ihr müsst euch dort Vertrauen erwerben. Sie werden mich sicher auf der Stelle mögen. Die Revanita haben eine geheime Anlage im Dschungel. Zeigt dieses Zeichen dem Kultisten am Eingang. Er wird euch dann einführen. Ihr müsst euch eine Audienz bei ihrem Oberhaupt verdienen. Wenn ihr sein Gesicht gesehen habt, kehrt ihr zurück und streicht eure Belohnung ein. Habt ihr euch im Dschungel verirrt? Das tut mir leid für euch. Aber wir können nicht helfen. Wir haben weder Nahrung noch Wasser für euch. Hier gibt es nichts für euch. Und Fremde sind hier nicht willkommen. Geht lieber wieder fort. Man hat mir dieses Zeichen gegeben. Sagt euch das was? Ich bin nicht sicher. Ah, ihr habt also das Zeichen. Wer immer euch hergeschickt hat, scheint euch sehr zu vertrauen. Willkommen beim Revan-Orden, Anwärter. Willkommen in eurem neuen Leben. Ich suche das Oberhaupt der Revanita. Seid ihr das? Nein, ich führe Anwärter auf den richtigen Weg. Dies hier ist unsere Zuflucht.
erbaut vom Meister und beschützt von den Getreuen. Hier lassen wir unsere Pflichten dem Imperium gegenüber zurück. Hier führt uns der Meister in die Mysterien von Revan ein, der als Jedi begann und zum Sith wurde. Und dann noch mehr. Wer ist denn der Meister? Unser Anführer, Gründer und Lehrer. Lernt von Revan und ihr erfahrt mehr über ihn. Als Jedi war Revan ein Krieger, der ganze Armeen schlug. Als Sith war Revan ein Lehrer, der 1000 dunkle Schüler ausbildete. Schließlich wandten sich sowohl Jedi als auch Sith gegen Revan. Aber er wurde nicht vernichtet, sondern wiedergeboren. Was heißt das, wiedergeboren? Was passierte zum Schluss mit Revan? Sie nahmen Revan seinen Einfluss, sein Leben, seine Erinnerung und ließen ihn verfaulen. Und doch erlernte er die Wege der Macht von Neuem. Der wiedergeborene Revan zerstörte Jedi und Sith und kam nach Dromund Kaas. Obwohl Revans Leben hier endete, hat der Meister es erhalten, damit wir davon lernen können. Euer Wissen könnte nützlich sein. Revan hat die helle wie die dunkle Seite gemeistert. Krieg und Frieden. Wir wollen denselben Weg beschreiten. Nehmt teil an unseren Ritualen. Beschreitet Revans Pfad zur Größe. Verdient euch das Recht, uns beizutreten. Was muss ich tun, um dem Meister zu begegnen? Ich muss ihn unbedingt sprechen. Um euch herum sind eure neuen Lehrer. Revanita, die ihr Leben damit verbringen, die Werke von Darth Revan zu rekonstruieren. Sprecht mit ihnen. Erfüllt die Aufgaben, die man euch zuweist. Dann kehrt zu mir zurück. Und der Meister wird euch die letzten Lektionen erteilen. Kommt her. Kommt näher. Ihr gehört zu den Anwärtern, die unserem Orden beitreten wollen. Das ist gut. Aber sagt mir eines. Ihr seid wegen des Revan-Ordens hier. Seid ihr bereit, für uns zu sterben? Wenn der Orden es von mir verlangt? Ihr seid sehr eifrig, aber nicht sehr klug. Denkt gut nach, denn jeder Revaniter muss sich einer Todesprüfung unterziehen. So wie auch Revan durch die Hände der Sith und Jedi starb. Der Tod hat Revan erlöst, ihn von allen Schwüren und Versprechen entbunden und seine Wiedergeburt ermöglicht. Wird er auch euch von der Vergangenheit befreien? So oder so bin ich bereit, es herauszufinden. Vor uns liegt ein Pfad. Unter diesem Pfad liegt eine Höhle. Und die ist Darth Revan gewidmet. Anwärter fallen auf dem Pfad oder werden von den Schrecken in der Höhle zerrissen. Aber wer das Ende erreicht, wird wiedergeboren. Neu erschaffen. Ich möchte mehr erfahren. Geht nur. Ihr werdet schon sehen. Der Pfad ist hier. Die Höhle ist eine andere Sache. Je herausfordernder, desto besser. Denkt daran. Es geht nicht ums Überleben. Vertraut dem Weg von Darth Revan. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Geht nun und kommt wieder, wenn ihr das Ende der Höhle erreicht habt. Zurück, tropfnass vom Blut aus dem Mutterleib. Ihr seid wiedergeboren. Euer altes Leben, alles, was ihr einmal wart, liegt in dieser Höhle begraben. Was war das für ein seltsamer Ort? Darth Revans Schrein. Jedes Stück von Revans Leben, das wir zusammentragen konnten, ist in dieser Höhle. Es ist das Letzte, was Anwärter sehen, bevor sie sterben. Wie fühlt es sich an? Keine Verpflichtungen mehr? Unbelastet von der Vergangenheit? Wie ist es, wenn die Welt einem neu geschenkt wird? Als würde mich die Kraft der Macht durchfließen. Ihr habt es gut gemacht.
Ich bin stolz, dass ihr euer neues Leben als Revaniter begonnen und die Loyalität zu uns über alles gesetzt habt. Diese Gabe soll euch in eurem neuen Leben leiten. Sie wird euch daran erinnern, was ihr nun seid. Geht jetzt. Möge die Macht euch Stärke verleihen. Kommt, sprecht mit mir. Darth Revan schätzte alle Lebewesen der Galaxis. Und das tun seine Anhänger auch. Ich erinnere mich an die Zeit, in der ich wie ihr war. Ich erinnere mich an meine Prüfungen und die Freude, mit der ich im Namen des Meisters tötete. Ihr habt so viel Glück. Wie oft will der Meister, dass jemand getötet wird? Der Meister muss nicht wollen. Er vertraut mir diese Last der Verantwortung an. Ich bin Ladra. Einst war ich persönliche Attentäterin eines Sith-Lords. Und nun bin ich die reine Beschützerin des Meisters und seiner Schüler. Ich denke stets an Revans Lehren, wenn ich Eindringlinge und Ketzer hinrichte. Doch ich leite auch neue Mitglieder an und helfe bei der Festlegung ihrer Prüfungen. Eure Weisheit muss groß sein, Ladra. Wollt ihr sie teilen? Natürlich will ich das. So ehre ich den Meister. Jede Initiation bei den Anhängern Revans enthält auch eine Prüfung der Vergangenheit. Ein Ritual, das neue Mitglied an Revan binden soll. Euer Ritual wird etwas ganz Besonderes. Ihr werdet die Maske von Darth Revan suchen. Er trug sie, nachdem er ein Sith geworden war. Sie ist ein mächtiges Symbol seiner Großartigkeit. Lange verloren geglaubt. Ich bin darauf spezialisiert, alten Legenden nachzugehen. Dann freut es mich, eure Talente einsetzen zu können. Die Maske befindet sich in einer Antiquitätensammlung meines früheren Lehrers, des Sith-Lords Gratan. Sie muss vor diesem Ketzer beschützt werden. Gerettet werden in einem Regen aus Blut und Tod. Ich gehe Schrecken verbreiten. Sprecht mit Torun, unserem Verwalter. Er weist euch in die spirituellen Dinge ein, die ihr wissen müsst. Und sagt euch, wo die Maske ist. Wenn eure Reise beendet ist, bringt die Maske zu mir. Viel Glück. Genießt den Frieden, den es bedeutet, dem Meister zu dienen. Was haben wir denn hier? Ich hatte keinen Besuch von Anwärtern erwartet. Doch verweilt ruhig und sprecht mit mir. Ich bin Torun, treuer Diener des Meisters und Schüler von Revan. Was kann ich für euch tun? Ich suche Darth Revans Maske. Es hieß, ihr könntet mir helfen. Gut, Ladra schickt euch. Ich soll euch rituell auf den Kontakt mit Revans Maske vorbereiten, wie? Das ist überflüssig. Ladra gehört den Revanitern an. Sie ist besessen von dieser Maske. Angeblich spricht die Maske mit ihr. Ladra will, dass die Maske alles darstellt, was Revan jemals war. Aber er war nicht einfach nur ein Sith. Bevor er wiedergeboren wurde, war er ein Sith und ein Jedi. Meine Neugier ist entfacht. Gut, das hatte ich gehofft. Es ist verführerisch, in materiellen Dingen nach Antworten zu suchen. Ladra will mit der Maske zeigen, dass Revan nur der dunklen Seite angehörte. Ich will nicht, dass diese Maske der Mittelpunkt unseres Ordens wird. Bringt sie mir. Ich werde sie bei einigen gleichgesinnten Gelehrten sicher aufbewahren. Was ist mit meiner Initiation? Ich bin sicher, dass Ladra euch eine große Summe für die Maske versprochen hat. Die kann ich nicht überbieten. Aber ich kann euch versprechen, dass eure Initiation gut vorangehen wird. Werdet ihr mir helfen, den wahren Revan zu bewahren? Oder lasst ihr zu, dass Ladra alles mit einer Sith-Reliquie überschattet? Ich wette, die Maske würde mir gut stehen. Ich bezweifle, dass ihr Zustand zulässt, dass man sie tragen kann. Aber es wäre immer noch besser, als sie Ladra zu geben. Ich muss euch nicht bitten, vorsichtig zu sein, aber möge die Macht mit euch sein. Möge sie euch stark machen und eure Wiederkehr anleiten. Bitte sagt mir, dass Lord Sesh euch geschickt hat. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich will nicht sterben. Ich bin kein Feind. Lord Sesh schickt mich. Zum Glück. Ich habe, was ihr braucht. Ihr könnt Lord Sesh ausrichten, dass Doro Zetsch gute Arbeit geleistet hat. Meine bislang beste Arbeit, obwohl ich noch keine Ahnung habe, wozu man sie wohl nutzen könnte. Gibt es einen Grund für diese Behauptung? Der Neutralisator beeinflusst das Cyberneuralzentrum, sodass es Impulse aussendet und schnell überlädt.
Eine bahnbrechende Technologie und bahnbrechend teuer. Bei Druiden wirkt sie Wunder, aber das Gerät kann nur einmal verwendet werden und ist zu teuer für die Massenproduktion. Ich werde es nur einmal gebrauchen müssen. Wenn ihr euch da sicher seid? Lord Zesh will diese Waffe gegen Cyborgs einsetzen, aber die meisten Cyborgs sind nur zu 10% Maschine. Das Opfer müsste zumindest 50% Maschine sein, damit der Neutralisator echten Schaden anrichten kann. Oh, mein Ziel ist zumindest 50% Maschine. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ihr könnt ihn haben, wenn ihr wollt. Es ist nur ein Prototyp, aber einem einzelnen Droiden solltet ihr damit schwer zusetzen können. Ihr findet ihn im Labor. Gratan gewährt mir jedoch keinen Zugang zu den nötigen Energiezellen. Ihr müsst sie seinen Droiden entwenden. Sagt niemandem auch nur ein einziges Wort darüber. Dank, dank, dank. Ihr seid zurückgekehrt. Ihr müsst mit Thoron gesprochen haben. Habt ihr es hinaus zum Anwesen geschafft? Habt ihr die Maske gesehen? Ist sie nicht wundervoll? Ich habe die Maske bei mir. Oh, ihr habt sie. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie jemals wiedersehe. Endlich wurde sie aus Gratans Gefängnis befreit. Endlich aus den Händen des Ketzers gerissen. Ein wundervoller Tag. Meine Prüfung ist beendet. Die Maske gehört nun euch. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Hätte Gratans Schüler in Stücke geschnitten. Aber es war eure Prüfung. Euer Privileg. Ich habe ein Geschenk für euch. Zur Feier eures Erfolges und zum Abschluss des Rituals. Ich kann eure Initiation nicht abschließen. Das kann nur der Meister. Aber ich kann euch sagen, dass ihr bestanden habt. Ihr wart so gut. Die Maske wird uns nun immer leiten. Noch mehr Anwärter. Die Sicherheit der Anlage ist bald nicht mehr gewährleistet. Aber ich nehme mal an, der Meister weiß, was er tut. Und wenn ihr den Wegen Revans folgen könnt, werden wir eure Eignung beurteilen. Meine Aufmerksamkeit ist ungeteilt. Revan hat nicht allein gearbeitet. Er hatte Verbündete in allen Schichten. Genau wie wir. Wenn ihr uns beitreten wollt, müsst ihr zuerst vor die Männer und Frauen treten, die vor euch kamen und dem Meister ihre Treue bewiesen haben. Was genau wird von mir verlangt? Ihr müsst jenen im inneren Zirkel des Meisters zeigen, dass ihr Revans Lehren versteht. Sie werden Fragen stellen. Ihr antwortet. Wenn sie nicht zufrieden sind, geben sie die Probe der Weisheit auf und prüfen stattdessen eure Kraft. Revan hatte nichts für Schwächlinge übrig. Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. Eure Pilgerreise beginnt im Dschungel. Dort findet ihr den ersten Mentor. Er wird bestimmen, ob ihr es wert seid, weitergeschickt zu werden. Macht euch auf alles gefasst, Anwärter. Der Dschungel ist gefährlich und die wahren Revaniter auch. Ihr seid gekommen, um dem Revan-Orden beizutreten. Ich bin Morun Dukas, Herr der Bestien. Ich bin Revaniter und ich bin Sith. Was wollt ihr mir sagen? Morun Dukas, ich bin gekommen, um mich als würdig zu erweisen. Sehr gut. Dann hört zu. Jahrzehntelang habe ich dem Meister gedient. Er fand mich, als ich eine Larve war, und erkannte die Stärke der Macht in mir. Entgegen der imperialen Tradition bildete er mich aus. Das ist der Weg Revans. Alle Spezies den Weg zur Macht lehren. Ich weiß, was das bedeutet. Gut, jetzt müsst ihr mir eine Frage beantworten. Und zwar richtig, sonst bekommt ihr die Krallen meiner Tierchen zu spüren.
Warum glaubt ihr, dass Revan Fremde die Wege der Sith lehrte? Warum hat Revan allen Suchenden Macht angeboten? Revan wusste, dass mächtige Diener nützlicher sind. Eine gute und weise Antwort. Ihr sprecht wie ein wahrer Revaniter. Ihr dürft eure Pilgerreise fortsetzen und euch dem Urteil eines anderen stellen. Je eher wir das erledigt haben, desto besser. Sucht die Söldnerin Seta Farr auf, die ihre Soldaten trainiert. Sie wird eure Prüfung fortsetzen. Tarkan, schickt ein paar Männer in die Stadt. Sie haben sich eine Pause vom Training verdient. Ja, Commander. Schön, dass ihr am Leben seid. Nicht alle schaffen es an Morun vorbei. Raimon hat mich von der Basis aus kontaktiert. Sagte, ihr wolltet unserer Gesellschaft beitreten. Ist das wahr? Das stimmt. Ich erbitte die Zustimmung des inneren Kreises. Ich heiße Seta Farr. Ich bringe diesen Söldnern bei, wie man kämpft. Mein Dienst für den Meister ist eine Frage der Ehre. Vor Jahrzehnten kämpfte mein Clan gegen Revan, als wir mit dem Rest der Mandalorianer die Republik überfielen. Es war ein Privileg, gegen die Jedi zu kämpfen. Wir haben den Krieg um Malachor 5 verloren. Doch das war ebenfalls ein Privileg. Aus Respekt für Revan habe ich zugestimmt, mich dem Meister anzuschließen. Ich verstehe, wovon ihr redet. Ich diene dem Orden, um sicherzustellen, dass Revans Name nicht vergessen wird. Revan war ein Krieger, ein Anführer, und er verdient dieses Andenken. Da eure Ehre euch nicht verpflichtet, woher weiß ich, dass ihr nicht das Andenken des Dunklen Lords befleckt? Was könnt ihr in Revans Namen für den Orden tun? Ich werde so viel über Revans Vergangenheit lernen wie möglich. Gut. Der Orden hat genügend Krieger. Ihr könnt möglicherweise dienlich sein. Ihr müsst noch mit einer Person sprechen, bevor ihr zurück zur Anlage geht. Findet Major Patel. Er überwacht die Sicherheit an der Mauer. Ich bin jeden Moment da. Gepriesen sei Mandalore. Und gepriesen sei unser Meister. Und Herr, ihr kann uns nicht stören und wir können offen sprechen. Ich bin Major Patel zu Diensten. Es ist immer schön, Anwärter zu treffen. Der Revan-Orden benötigt so viele engagierte junge Leute wie möglich. Es ist mir ein Vergnügen. Wirklich. Ich weiß ja nicht, wie eure anderen Treffen verlaufen sind, aber ich führe meine Gespräche gerne formlos. Bringt ja nichts, sich das Leben zu erschweren, oder? Einige Anwärter, junge Offiziere, Akolyten und so fort glauben, dass unsere Geheimgesellschaft ihnen dabei hilft, Moff oder Dunkler Lord zu werden. Ihr denkt nicht so, nehme ich an? Der Revan-Orden fasziniert mich. Aber ich brauche ihn nicht, um zu bekommen, was ich will. Ihr seid ehrgeizig. Eine gute Eigenschaft. Aber lasst euch nicht von ihr kontrollieren. Nicht jeder Anwärter erkennt, dass ein Aufstieg bei den Revanitern nicht zwangsläufig zu einem Aufstieg im Imperium führt. Oder wie gefährlich es wirklich ist, ein Revaniter zu sein. Der Rat der Sith strebt danach, uns zu entwurzeln. Also, wie antworten wir? Wie reagieren wir auf die Anschuldigung der Ketzerei seitens des Imperiums? Wir bewegen uns leise. Wir manipulieren die Machthaber. Genau. Wir arbeiten im Schatten, um das Imperium zu reformieren. Aber wir verraten seine Ideale nicht. Mehr brauche ich nicht, um mir eine Meinung zu bilden. Ich schicke eine Nachricht an die Anlage. Raimon wird auf euch warten. Wenn alles geklärt ist, gehe ich jetzt. Gute Reise. Und seid stolz darauf, ein Teil des Revan-Ordens zu sein. Ihr habt also die Pilgerreise beendet. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, was da draußen passiert ist. Es geht mich auch nichts an. Aber der innere Zirkel stimmt eurer Aufnahme zu. Schön, das zu hören. Ihr habt diese Prüfung gut gemeistert. Jetzt müsst ihr jemand anderen finden, der euch den nächsten Abschnitt erklärt. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Viel Glück. Jeder Schritt bringt euch dem Meister näher. Na sowas. Ihr habt alles erfüllt, ja? Ich habe von euren Fortschritten und euren Prüfungen gehört. Eure Initiation ist nicht leicht gewesen. Aber ihr habt die Herausforderung gemeistert. Und gezeigt, dass ihr Revans Weg beschreiten könnt. Nun fehlt nur noch der letzte Ritus. Danke, dass ich die Gelegenheit bekomme. Der Meister wird eure Lektionen zum Abschluss bringen. Und dann seid ihr ein volles Mitglied des Revan-Ordens. Dies ist ein großes Privileg. Der Meister zeigt sich niemandem außerhalb des Ordens. Ich werde euer Vertrauen nicht missbrauchen. Ihr dürft in die Kammer zum Meister gehen. Er erwartet euch. Hört ihm zu, gehorcht ihm. Durch den Meister werdet ihr Revans Weg erkennen. Ihr seid gestorben und wiedergeboren. Nun sollt ihr vor mir stehen. Ihr habt die uralte Vergangenheit neu erobert. Nun sollt ihr vor mir stehen.
Ihr habt meinen Anhängern Kraft und Weisheit bewiesen. Erblickt nun den Meister des Revan-Ordens. Ich verstehe nicht, was hier vorgeht. Dies ist das Ende eurer Initiation und der Anfang eurer wahren Reise. Ihr werdet nun immerdar auf Revans Pfaden wandeln. Die Feinde des Ordens zwingen euch, im Schatten zu agieren. Aber wir bewahren eure Geheimnisse, so wie ihr unsere bewahrt. Die Zeit der Heimlichkeiten ist vorbei. Jetzt sollt ihr wissen, wer ich bin. Ah, nun weiß ich, wer die Fäden zieht. Bitte entschuldigt die Täuschung und dass wir uns jetzt erst sehen. Aber ihr wisst doch sicher, wie sehr der Rat der Sith meinen Tod wünscht. Der Revan-Orden bedroht alles, was der Rat der Sith als wertvoll erachtet. Warum stellt der Orden eine Bedrohung dar? Revan kam nach seiner Wiedergeburt nach Dromund Kaas. Manche glauben, der Imperator habe Revan getötet. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Revan den Imperator stürzte und heimlich 3 Jahrhunderte lang auf dem Thron saß. Außer unserem Orden kennt nur der Rat der Sith die Wahrheit. Mir missfällt die Entwicklung dieses Gesprächs. Ich habe in der Zitadelle Gerüchte gehört. Der Imperator lebt schon seit Jahrzehnten zurückgezogen. Der Rat der Sith spricht nicht mehr mit ihm. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Der Rat der Sith hat seinen Anführer verraten, Imperator Revan weggesperrt und selbst die Macht ergriffen. Uns wollen sie mundtot machen, weil wir Bescheid wissen. Ich habe jetzt genug Verschwörungstheorien gehört. Ich weiß, man kann sich schwer vorstellen, dass unser großer Imperator leidet, aber ich möchte euch um Hilfe bitten. Meine Agenten sagen, ihr hättet euch mit einem Sith namens Sandor getroffen, einem Mann, der die Revaniter vernichten möchte. Beendet diese Bedrohung. Geht zu Sandor und erzählt ihm, dass ihr das Oberhaupt der Revaniter kennt. Sagt ihm, es sei sein eigener Meister. Darth Charnus. Warum sollte er mir glauben? Ich habe dieses Sith-Amulett von Charnus beschafft. Gebt es Sandor. Er wird glauben, ihr hättet es seinem Meister bei den Revanitern abgenommen. Sie werden aufeinander losgehen. Wenn dies vorbei ist, wenn ihr mit Sandor geredet habt, dürft ihr aber nicht hierher zurückkehren. Wenn das euer Wille ist, werde ich gehorchen. Sandor darf nicht ahnen, auf wessen Seite ihr wirklich steht. Ihr müsst Revans Weg fortan allein beschreiten. Den Weg zur Macht, der weder Jedi noch Sith gehört. Möge die Macht mit euch sein. Möge sie euch stark machen. Der schlaue Sklave zum Meister geworden. Ihr kehrt zurück mit den Ohren voller Lügen der Revaniter. Um diese Erfahrung beneide ich euch nicht. Nun sagt mir, habt ihr etwas Brauchbares gefunden? Habt ihr das Gesicht des Oberhaupts gesehen? Ich habe den Namen des Mannes nicht erfahren, aber er trug dieses Amulett. Oh, vielleicht reicht das ja. Ein Symbol seines Rangs, seiner Loyalität oder... Nanu, ich kenne dieses Amulett. Wie habt ihr das erlangt? Ich kann ziemlich überzeugend sein. Dieses Amulett gehört meinem Meister Darth Charnus. Und ihr habt es dem Revan-Orden abgenommen. Ihr dürft mit niemandem hierüber sprechen. Ich kümmere mich selbst um meinen Meister. Dann gehe ich jetzt besser. Hier, diese Bezahlung stammt aus meiner Tasche. Mehr kann ich euch nicht geben, ohne dass Darth Charnus es merkt. Geht jetzt. Wir dürfen nicht mehr zusammen gesehen werden. Und ich habe viel zu tun. Möge der Revan-Orden bald vernichtet werden. Und mit ihm die Feinde des Imperiums. Ja. Tod allen, die gegen uns sind.